Misshandlungen, Mobbing und Demütigung. Demütigungen an Kindern. Eltern berichten von schlimmen Zuständen, von Mobbing und Gewalt. In der Kita Eichhörnchen im brandenburgischen Neuruppin sollen Kinder von Erzieherinnen gemobbt, gedemütigt und sogar misshandelt worden sein. Mit blauen Flecken und Hautabschürfungen kamen die Kinder nach der Kita nach Hause, die Eltern fassungslos. Dass mein Kind an einer Erzieherin einen großen Bogen gemacht hat. In der Kita wurde er gezwungen zu schlafen. Die haben ihn hingelegt und haben ihre Hand auf seinem Rücken gehalten, damit er unten bleibt. Furchtbare Zustände, von denen die Eltern berichten. Zwei Personen, die beiden Leitungskräfte, denen Vorwürfe zuteil geworden sind und für die entsprechende Maßnahmen hier getroffen worden sind. Dinge wie Körperverletzungsdelikte, Dinge wie Nötigung oder eben auch so etwas wie die Verletzung der Fürsorgepflicht.